Das mit dem Brunnen, das machen wir noch, aber wir brauchen erstmal ein paar Tränke. Ich weiß ja nicht, wie stark der Gegner ist und ich will es dann auch gleich richtig machen. Wollen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Lötze ist ein Rennpferd. Ausdauer weg, war weg. Ich muss sagen, ein richtig schönes Spiel. Also bis jetzt gefällt es mir richtig gut, auch mit dem Tank-Nachtwechsel. Ach, das ist sogar. Ach, guck mal, das ist sogar der. Ja, ich gehe runter vom Pferd. Dann gucken wir mal, was wir hier alles so kriegen. Nicht springen. Oh, machen wir mal hier. Machen wir den ganzen Garten leer. Alter. Ich hör darauf zu springen. Er hat viele Kräuter, viele wunderbare Kräuter. Cool, man kann aufs Dach klettern. Ich steig dir gleich mal aufs Dach. So. Wie schaut's aus? Kann ich denn Schwalbe machen? Hallo. Plötze. Wir gucken mal. Wo war das jetzt? Hier, unter Alchemie. Nein, Schwalbe kann ich noch nicht machen. Mir fehlt noch das und das. Vielleicht, naja, vielleicht kann sie mir ja ein bisschen was verkaufen. Immer diese falsche Taste. Hast du Kräuter im Angebot? Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Cool. Ah ja, guck mal da. Nee. Nee, das ist die nicht. Zwergenschnaps, das brauche ich. So teuer. Eins reicht. Ah, ich habe eben gedacht, ich habe das jetzt eben alles gekauft. Wollte schon sagen. So, dann brauchen wir von dem hier, brauchen wir auch noch ein paar. Das sollte erstmal dafür reichen. Das Geisteröl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Lebwohl. Lebwohl. Ja, ja. Ich muss mich noch ein bisschen mit der Steuerung zurechtfinden hier. Ja. Das hatte man doch gerade eben schon festgestellt alles. Ja, ja. So, ich kann Schwalbe machen. Gegenstand herstellen. Danke. Geht doch gar nicht. So, dann Geisteröl. Was brauche ich? Ich brauche diese weiße Arenaria. Hast du die auch rein zu... Nein, immer diese falsche Taste. Ich brauche noch ein bisschen was. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Hat die die? Ja, die... Oh, scheiße, wie viel brauche ich denn? Ich glaube, ich kaufe trotzdem... Ich kaufe mal einfach 5. Eben gar nicht drauf geachtet, wie viel ich brauche. So, und ich habe einen Trank. Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist.
Auf dem Sterbebett. Uh. 350 Erfahrungspunkte, sehr schön. Und 50 Kronen erhalten. Das ist... Oh, Giftextrakt. Manuskript verfluchten Öl. Manuskript verfluchten Öl. Schweiß und Blut. Das ist ja viel. Und wir gucken mal, was ist Schweiß und Blut? Sie zu lesen. Kannst du Tränke im Spiel verwenden? Drücke R, um einen Trank auf dem ersten Platz zu aktivieren, oder F, um den Trank auf dem zweiten. Ah, sehr schön. Regeneration der Vitalität. Giftung, Wirkungsdauer. Okay. Kann ich den ausrüsten? Die Wolfsleber nehmen wir mal weg. Machen wir dann hier hin. Was ist das? Beschleunigte Regeneration von Ausdauer. Den können wir auch mal nehmen. So, was ist das? Schweiß und Blut. Cool. Da war, kann man die Gegenstände... Ah, kann man auch sortieren. Das ist ja auch cool, man kann sortieren. So, okay. Oh, ich habe bald Level-Up, sehe ich gerade. Und ich würde fast behaupten, wir speichern mal zwischendrin. Ich spiele ja jetzt schon seit 3 Stunden. Ein Speicherplatz, dankeschön. So. Oh, ich krieg noch mehr Zeug. Ich kriege immer mehr, das ist ja cool. Und ich wollte den Geistertrank machen. Geisteröl hier, so. Angriffskraft gegen Geister sind stärker. Okay, das ist cool. So. Jetzt muss es ja ein... Es ist 4 Uhr morgens und schon so hell. Okay. Hier will ich nicht wohnen. So Blötze, mein starkes Ross. Wir gehen mal weiter. Bloß wohin? Den Geist können wir noch nicht machen, dann gehe ich mal hier hin. Und hol erstmal die Kräuter und dann muss ich gucken, dass ich bis um 12 Uhr dort oben bin. So, Bauer gerettet, was krieg ich? Hallo? Oh, hätte ich das gewusst. Oh ne, ich muss den anstupsen. Hallo? Hey, ich hab dich gerettet, Junge. Ah, so dankt man's mir. Was jetzt, du Stück Dreck? Oh, viele Wölfe. Oh. Uiuiui. Verdammt. Okay, der Bla Ui, der ist böse. Hier müssen noch mehr Wölfe sein, oder was? Ich habe schon wieder Wölfe gehört.
Einen Trank brauche ich auf jeden Fall noch für den Geist. Will nicht alle dafür verwenden. So, aber erstmal gehen wir tauchen. Oh, einen Augenblick. Mein Husten. Nein, eine neue Quest. Das letzte Mal, dass ich was verliehen habe, ich schwör's. Hallöchen. Schlüssel verloren, meine Liebe. Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da habe ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich habe ein gutes Herz. Da habe ich sie ihm gegeben. Okay. Ein bisschen verrückt, ihr Alter. Faszinierende Geschichte, in der Tat. Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf. Verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Geh durchs Fenster. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Gut, ich helfe dir. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, mal was anderes. Geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Na? Zerstöre die Tür? Das war doch das Zeichen eben, oder? Ah? Ach nee, das war das hier. Ah. Okay, es wollte eben nicht. Aber schön erstmal die Leute da drin angezündet. Alles mit. Zum Tabak. Mit den entsprechenden Fähigkeiten, damit sie Gegenstände für dich herstellt, okay. Eine Leiche, das erklärt den Gestank. Monokel mit Sprung, interessant. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben, wie bei einem Soldaten. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja, kommt ja gleich um mich.
Dokumente. Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die Pfanne gefunden? Ja? Ach, Weib, halt die Klappe. Guck mir jetzt erstmal die Dokumente an. Hast dein Klingenöl in deinem Inventar, trag es auf dein Schwert auf, um es zu verwenden. Ja, nee. Das hier, oder was? Stahl oder dein Schwert? Was habe ich davon? Bewirkt das Schwert mehr Schaden bei Kreaturen? Ah! Interessant. So. Okay, ich dachte jetzt, da wären sie so zu. Na gut, okay. Egal. So. Dann nehmen wir mal die Pfanne. Huch. Hä? Was denn jetzt? Du sollst nicht anzünden, du sollst die Pfanne nehmen. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja. Gott der Leid, ich gehe mal raus, sonst dreht ihn wegen der Pfanne noch ab hier. Hier war deine Pfanne. Deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Bratpfanne? Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Echt. Mhm. 10 Erfahrungspunkte. Oh, Bratäpfel. Hm. So, aber jetzt erstmal tauchen. Oh, hier sind Gegner unter Wasser. Piranhas oder was? Nehmen wir mal 2, 3 mit. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Okay, dann mal zurück zu Wesemir. War der Vogel eigentlich? Huch. Da hinten, glaube ich. Lauf doch. Kann man die eigentlich angreifen? Nein, ich lasse es mal lieber. Oh, meine Ausdauer ist leer. Kann das sein? Wo sehe ich meine Ausdauer? Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Oh, schön. Das freut mich für dich. Hä? Was ist denn... Schau mich nicht so an! Was ist denn mit dieser Karte los? Spielst doch nicht mehr mit Chetty. Aber er ist mein bester Freund. Chetty ist ein Dummkopf, der uns noch alle umbringt. Wenn ich dich je mit ihm erwische, wirst du es bereuen. Okay.
Ah, was haben wir denn hier alles? Ach, das können wir alles mitnehmen. Schön. Lauter schöne Quests wahrscheinlich. Wir essen in Rom immergrün. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Derva. Guter Mann. Wem gehören die Felder am anderen Flussufer? Am Wald? Bojan Klimmig. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Ja, ich höre gern immer mal den Leuten zu. Ja? Was ist denn, Wolf? Ich habe einen Vertrag für einen Greif angenommen. Wir sind jetzt ein... Ja, das haben wir schon gehabt. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ein paar Informationen über den Greif? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ja, eigentlich können wir die direkt, hau rein. Ich bin bereit. Nein! Waffen bringt nichts. Ich wollte doch den Geist einen guten machen. Ort für einen Hinterhalt. Kann ich danach immer noch machen. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Was kannst du jetzt nicht tun? Was kann ich nicht tun? Hallo? Hallo. Ich möchte mich... Hallo. Ich kann mich... Ich... Was hat der alte Ernsthaft prophezeit, bevor er den Löffel abgab? Ich kann mich nicht bewegen. Zum Glück hat er es nicht mehr. Okay, wir speichern mal ganz kurz. Und dann laden wir. Huch. Was war das automatisch? Nein. Nein. Nein, allzu gut. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangt. Oh, ich glaube, da hängt gerade was. Ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien. Nein, ich kann mich immer noch nicht bewegen. Sehr interessant. Aber das ist ja auch eine sehr frühe Version und da kann das schon mal passieren, dass sowas vorkommt. Dann gehen wir doch mal hin und machen den Kontrollpunkt. Vielleicht kann ich mich von dort aus bewegen. Ja, ja, ja. Das hatte man eben schon. Gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt. So. Jetzt kann ich mich wieder bewegen und ich würde sagen, bevor wir dann diesmal dorthin gehen. Verfluchtes Bild. Ja. Gott, das kommt aber ziemlich spät mit deiner Erklärung. Was ist das? Ach, das sind diese nicht erkundeter Ort, nicht erkundeter Ort. Okay. Nicht erkundeter Ort. Deshalb war die ganze Zeit aber auch noch nicht auf der Karte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier hin, teleportieren uns hierher und probieren das mit dem Geist.
einen gefressen. Ich weiß, was ich weiß. Elsa zieht sich für die Schwarzen aus. Guter Mann. Dem gehört die Frau der anderen Schule. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 5 Monate warten? Das wäre ja sehr eklig. So. Wir porten uns mal hierher, wenn das geht. Ja, geht. Huch. So, wo haben wir denn die Leiche? Die haben wir hier. Köder verbrennen. Körper verbrennen. Nicht den Köder. Und das Armband. Igni. Die sieht ziemlich übel aus. Ich glaube, es hat geklappt. Einmal Geisteröl, bitte. Wie sieht das Geisteröl denn aus? Giftextrakt? Nein, nein. Wir haben doch hoffentlich in diesem Speicherplatz schon Wasseressenz. Nein. 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 Phosphor. Alkohol. Hä? Geisteröl, doch. Ach, das habe ich schon da drauf. Ah! Komm schon, komm näher. Ich treffe dich gar nicht. Ach, die macht sich selbst Schaden. Dadurch, dass die mich angreift, oder was? Oh, das finde ich jetzt aber nicht lustig. Ah, jetzt kann ich es auch angreifen. Sehr merkwürdiger Kampf, würde ich fast behaupten. Oh, oh, oh. Kann ich... Wieso? Hä? Ich verstehe das nicht ganz. Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich drauf gehen. Ich brauche mal ein bisschen Energie. Machen wir mal so und so. Okay, einen Augenblick, das haben wir gleich. Wo war denn das Bestarium? Okay. Der Zauber, den brauche ich. Zeichen.
Ah! Okay. Die Mission hätte so einfach sein können. Sie ist fort. Für immer. Ach Gott, hätte das eben einfach sein können. So, was haben wir denn hier? Jede Menge Zeug. Naja, okay. Stufe 3. Gucken wir doch gleich mal, was haben wir denn hier bekommen? Charakter. Jetzt würde ich fast behaupten. Schaden erlitten wird ja verringert. Ich gehe trotzdem nochmal hier drauf. Ein bisschen stärker schadet nichts. Aber unser Schwert ist auch irgendwie gerade nicht so. Ich glaube, ich muss es reparieren lassen. Kann das sein? Nein? Die ist besser, die Hose. Okay. Das Schwert ist stärker. Das ist das Silberschwert. Das ist bleibt dann gleich. Okay. Coole Sache. Dann haben wir jetzt die Hexe besiegt. Und dann würde ich sagen, ich mache dann hier einen kleinen Cut rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.